Es ist an der Zeit, dass wir uns hinsetzen und endlich miteinander reden. Der damalige Oberbefehlshaber von Gaza fand,
dass die Straßen in Camps für seine patrouillierenden Panzer zu eng wären. Irgendetwas musste die Sicherung gegen meine Familie haben. Etwas ganz Persönliches. Aber Hass kam und kommt mir nicht in den Sinn. Ich sah, wie mein Vater, meine Mutter, meine Geschwister, mein ganzes Volk unter der willkürlichen Gewalt litt. Ja, ich war wütend. Aber ich war davon überzeugt, dass meine Waffen weder Steine noch Gewehre sein können. Meine Waffe ist Bildung. Bildung, ja! Pass, Ausweise, Einreisegenehmigung. Warten Sie. Ich bin Arzt. Ich arbeite in Israel, im Schäferhospital, in Tel Aviv. Meine Frau liegt dort vielleicht schon im Sterben. Ich muss dringend zu ihr. Sie müssen warten. Ich warte. 1 Uhr Mittag. Wozu diese Verzögerung? Sie müssen warten. Meine Schwägerin ist am Telefon. Sie weint. Wo bleibst du? Beeil dich, beeil dich. 13.30 Uhr. Ich werde zum Schalter gerufen. Der Geheimdienstoffizier fragt mich lauter schwachsinnige Dinge. Sie waren in Kairo. Wo haben Sie gewohnt? Was hat das gekostet? Und plötzlich? Was ist mit Ihrer Frau? Sie ist todkrank. Ich muss zu ihr. Warten Sie. 18 Uhr. Er gibt mir meine Papiere. Nach 10 Stunden kann ich die israelische Grenze passieren. Taxi! Checkpoint, Tel Aviv. Der Fahrer nimmt die Route mit den wenigsten Checkpoints. Der erste ist in der Nähe von Jerusalem. Der Soldat sagt, was machen Sie hier? Der Checkpoint ist nur für Israelis. Ich bin Arzt. Ich arbeite in Israel. Meine Frau ist in einem kritischen Zustand. Ich habe alle Genehmigungen. Ich muss unbedingt zu ihr ins Schäferhospital nach Tel Aviv. Ich kann die Ärzte anrufen. Schalten Sie sofort die Handy auf! Es ist strengstens verboten, an Checkpoints Handy zu benutzen. Er ruft die Polizei an. Ich habe da einen Palästinenser aus Gaza mit einem Handy in der Hand, der versucht hat, die Grenze zu übertreten. Kommt mal vorbei und legt ihn fest. Er gibt mir ein Formular. Unterschreiben Sie, dass Sie wissen, warum Sie festgenommen werden. Aber ich weiß nicht, warum ich festgenommen werde. Meine Papiere sind in Ordnung. Ich habe alle Genehmigungen. Dein Telefon klingelt. Der Geheimdienst. Schau dir seine Papiere besser an, bevor du Alarm schlägst. Lass ihn gehen. Der Soldat zerreißt das Formular. Dafür bringt er ein anderes. Unterschreiben Sie, dass Ihnen am Checkpoint kein physischer Schaden zugefügt wurde. Das genügt ihm aber noch nicht. Sie müssen nach Jericho. Was? Sie müssen sich eine neue Genehmigung ausstellen lassen. Die alte ist abgelaufen. Jericho? Das sind 50 Kilometer in entgegengesetzter Richtung. Ihr Problem. Jericho. Ich bekomme die Genehmigung, aber gleichzeitig die Anweisung, über Bethlehem zu fahren. Ein weiterer Umweg. Checkpoint Bethlehem. Die Soldatin gibt meinen Namen in den Computer ein. Am Bildschirm erscheint Security Risk, wie bei meiner Ausreise. Das ist ein Irrtum. Der Eintrag sollte längst gelöscht sein. Ich bin Arzt, ich arbeite in Israel, meine Frau ist krank. Sie müssen warten. Ich komme in einen Raum von 1,5 x 2 Meter ohne Fenster. Sie nehmen mir mein Handy ab. Ich habe keine Verbindung mehr zu meiner Frau. Es ist 21 Uhr. Ich will schreien, ich will die Tür aufbrechen, ich will zu meiner Frau, ich bete. Nach einer Weile öffnet sich die Tür. Komm mit. Der Soldat führt mich in eine Art Verhörraum. Da sitzt ein anderer Soldat in seinem Stuhl zurückgelehnt, Füße auf dem Schreibtisch. Ohne mich anzusehen, schiebt er mir die Genehmigung hinüber. Du kannst gehen. Tel Aviv. Endlich im Krankenhaus. Ich werde auf eigenen Füßen.
nach Hause zu meiner Familie laufen. Ich bin da, Nadja! Ich bin da! Es war Ramadan. Ich wartete bis zum Fastenbrechen. Ich wollte sicher sein, dass die Kinder was gegessen hätten. Dann rief ich zu Hause an. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Aya hörte meine Stimme und begann zu schreien. La! La, ya ummi, la, 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 ya ummi, la, and the ummi, ya habibi, la, 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 ya habibi. Mein Entschlossen stand fest. Wir gehen nach Kanada. Wenige Wochen nach Nadias Tod bekam ich die Zusage, aus Kanada an der Universität von Toronto arbeiten zu können. Kanada bedeutet Sicherheit, Frieden, Elektrizität, Gas, fließendes Wasser, Parks, Schokolade und richtige Schulen und Universitäten für die Kinder. Keine Bomben, keine Gewehre, keine Kampfhubschrauber und vor allem keine Checkpoints. Und wir lassen alles hier zurück? Fragt der Rafa. Sieh, dieses Land ist ewig. Du kannst es gar nicht verlassen. Auch Familie nicht. Alle werden auf uns warten. Ich will fliegen, Papa, ich will fliegen, strahlte Aya. Und zwei Wochen später war hier die Hölle los. Bomben auf Moscheen und Schulen. Feuer, Rauch, Schutt, keine Elektrizität, kein Gas, kein Telefon. Am 3. Januar 2009 beginnt die Bodenoffensive. Hunderte Panzer rollen über die Grenze und schießen auf alles, was sich bewegt. Wir bleiben zu Hause. Das ist das Sicherste. Niemand schaut über dem Fenster, niemand geht auf Dach. Wegen des Wassers, keine Duschen und die Toilette spülen wir nur alle drei Tage. Und dann sehe ich ihn, den Todesengel. Er richtet sein Kanonenrohr direkt auf unser Haus. Ich rufe in Panik wieder meinen Freund Shlomi Eldar in Tel Aviv. Er ist live auf Sendung. Helft uns! Es sind Kinder im Haus. Ich bin Arzt. Ich arbeite in Tel Aviv, im Sheba-Hospital. Kurze Zeit später meldet sich ein israelischer Stabsoffizier und lässt mich mein Haus beschreiben. 10 Minuten später, eine Ewigkeit, dreht der Panzer ab und verschwindet. Wir waren erleichtert. Jetzt wissen Sie, wer in diesem Haus lebt. Ich wollte meine Kinder glücklich sehen. Ich habe eine gute Nachricht. Mir wurde heute offiziell mitgeteilt, dass ich für 5 Jahre als Professor an der Universität von Toronto arbeite. Ich habe auch eine gute Nachricht, sagte Maya. Aya hatte heute ihre erste Periode bekommen. Alle müssen ihr gratulieren, weil sie nun eine Frau geworden ist. Im Gedanken war ich bei Nadia. Ich war traurig, auch für Aya, weil sie diesen Moment nicht mit ihrer Mutter teilen könnte. Wir gratulierten ihr und dann gingen wir unsere Tätigkeiten nach. Rafa suchte ein Brot, um sich Sandwich zu machen. Ich musste ein Interview fürs Kanal 10 vorbereiten. Bissam war bei Rafa. Chata, Maya und Aya und Nu gingen ins Schlafzimmer des Mädchens zu lesen. Mohammed saß an der Tür und Abdullah hatte ich auf meiner Schulter
um ihn ein bisschen abzulenken. Mit seinen 6 Jahren war das die Situation ein bisschen unüberschaubar. 16. Januar 2009, 16.45 Uhr. Zersplitterte Möbel, Puppen, Bücher, Schuhe, Holzteile lagen zusammen mit Körperteilen auf einem Haufen. Chata war die einzige, die stand. Ihr Auge hing über ihre Wange, ihr Körper voll blutiger Wunden. Ihr Finger hing an einem Stück Haut. Mayas Körper lag auf dem Boden, enthauptet. Hirnrisse klebten an der Decke. Kleine Mädchenfüße und Hände waren auf dem Boden verstreut, als hätte man sie fallen lassen. Eier voll Blut. Arme und Beine in Pullis und Hosen, die von den Rumpfen meiner Töchter und Nu gerissen worden waren. Ich rannte, um Hilfe zu holen. Bassan kam mir entgegen. Eine zweite Granate. Auch sie war nun tot. Meine geliebte Bissan, die Hoffnung auf eine bessere Welt war für sie immer lebendig. Alles fängt einmal klein an und wird dann groß, Vater. Ihre Worte werden mich stets begleiten. Meine süße, scheue Aya. Aya hatte blonde Haare und grüne, lustige Augen. Ein schönes Mädchen. Sie liebte die arabische Sprache. Sie wollte Journalistin werden. Sie war die Dichterin in unserer Familie. Ihre schöne Cousine Nur war wie eine Schwester für meine Töchter. Sie ging zu ihrem Onkel, dessen Namen sie zur Erinnerung an ihn trug. Meine kluge Maya. Maya bedeutet Mondlicht. Sie war ihrer Mutter am ähnlichsten. Sie wollte Ärztin werden. Wie du, Papi. Ich habe 3 wundervolle Töchter und eine Nichte verloren. Aber ich bin mit 5 anderen Kindern gesegnet. Der Anstein hatte gesagt, das Leben sei wie Fahrradfahren. Um in der Balance zu bleiben, muss man sich bewegen. Ich glaube, Einstein hatte recht. Ich werde mich weiter bewegen und... Aber
Ich brauche Ihre Begleitung auf diesem langen Weg. Und ich hoffe, Sie schließen sich mir an. Es ist... Ja, es ist an der Zeit, dass wir uns hinsetzen und endlich miteinander reden.